Und damit herzlich willkommen zurück zu FIFA 15 und wir spielen heute gegen FSV Mainz 052. Ich glaube, das Spiel ist doch gar nicht so lange her, aber wir sind jetzt in der Rückrunde sozusagen und der Schiedsrichter ist Dennis Aitekin, kennt man, ist ziemlich bekannt. Und wie ihr sehen könnt, noch nichts Neues. Ich bin auch ganz hart am Verhandeln, aber die Leute, ja, lassen sich halt immer ziemlich viel Zeit und ich muss halt auch wirklich aufs Geld achten und schauen, was für Leute ich verkaufen kann und wen nicht und wen dann doch. Und ja, wie ihr auch hören könnt, ich bin leicht erkältet. Oder meine Stimme ist einfach noch nicht fit, aber meine Nase ist auf jeden Fall zu. Denn ich bin auch noch nicht lange wach. Aber, mein Gott. Muss man jetzt mal gucken, was daraus wird in der Schauensland Reisen Arena. Ja, also ein Spiel jetzt hier und dann hoffe ich, dass ich den ersten Neuzugang begrüßen kann. Obwohl, wir haben schon einen Neuzugang und zwar den Lee. Der hat jetzt angenommen, den Vertrag. Der vertragslose Lee. Und den haben wir jetzt. Und da müssen wir natürlich mal schauen. Also ich möchte ihn auf jeden Fall reintun jetzt in dem Spiel. Und da muss ich natürlich auch gucken, wen ich so verkaufen kann. Und da gibt es immer so ein paar Leute, wo ich sage, oh, der könnte weg. Da bin ich sogar zur Zeit. Ah, nee, erfahrt ihr alles später. Wir müssen uns jetzt hier aufs Spiel konzentrieren, nämlich über links kommt. Weil es so ist. Ja, und was mich besonders aufregt, der Bol, der hat schon einen Punkt verloren. Das ist sogar. Oh mein Gott, was ein geiler Pass auf du. Oh Mann, du, nimm den Ball auch besser an. Dann macht der Schneller schon so einen Bombenpass, ey, und dann kriegt er den Ball nicht richtig angenommen. Das ist traurig, das ist echt doof. Und Wolzeran, ja. Komm, jawohl. Sehr schön. Meißner, also Meißner ist richtig, also der ist richtig geiler Innenverteidiger. So, und Wegbu. Oh, weiter auf Doriax. Nein, ich wollte jetzt da oben legen, auf Klotz. Habt ihr gesehen? Klotz wollte wieder in die Schnittstelle laufen. Das kann der nämlich. Komm, jawohl. Bäm, Alter. Und Onwegbo mit der nächsten Vorlage. Und Klotz macht wieder ein Tor. Richtig gut. Das gefällt mir. Bam. Ja, perfekt gemacht einfach, ne? Ja, da laufen Klotz und... Ja, da laufen einfach alle richtig. Und dann arbeitet halt auch alles perfekt zusammen und dann ist das Ding auch drin. Oh. Ups. Ja. Die kloppen sich da direkt. Ich bin derzeit sehr überlegen, was für einen Keeper ich verpflichten kann. Denn das ist gar nicht so einfach. Also einen Keeper zu verpflichten, einen guten, ist echt, schwer, weil... Ich muss mir ja eher so Talente holen, weißt du? Ich kann mir ja nicht so einen älteren holen, weil die halt viel Gehalt kosten. Da muss ich halt wirklich schauen. Da muss ich dann echt immer überlegen, komm. Nein, ein bisschen zu weit schnell hart. Mist. Der wäre wirklich schön gewesen. Boah, ich glaube, meine Stimme hört sich voll verkackt an. Und das Hack. Boah, sauber on Wegbu. Und du! Kann man ja mal machen, ne? Der Typ traut sich ja eh alles zu. Ach, ist sogar Ecke. Okay, Klotz führt sie aus und Meißner, komm! Bei uns im Strafraum ist ja ein Kopfballungeheuer, ne? Aber nicht bei Ecken. Das ist echt komisch. Na, Manu! Das ist ärgerlich. Vorteil wird gepfiffen, egal. Klotz, renn. Ne, so kriegen wir den Ball nicht. Sehr gut. Boah, Alter, jetzt on Wegbu. Und wenn einer kann, dann on Wegbu. Das 2:0. Und on Wegbu ist eigentlich derzeit, ja, einfach Bombe, ne? Eigentlich derzeit, glaube ich, unser bester Spieler. Ich glaube, der ist derzeit auch besser als Doriax. Weil on Wegbu gibt Vorlagen, macht Tore. 9. Tor schon. Der ist auch beinahe dabei, den Doriax zu überholen. Ich glaube, Doriax hat 12, weil Doriax nicht mehr so viele Tore macht wie anfangs der Saison. Was natürlich nicht schlimm ist. Dafür treffen jetzt andere. Also ist alles vollkommen in Ordnung. Da ist Müller. Und Kiermaier. Ne, kommen wir nicht ran. Ah, Bol. Ja. Ja, Bol ist ärgerlich. Er hat ja wirklich schon einen Punkt verloren. Das ist echt scheiße. Oh nein. Boah, Alter. Aber da war ein schönes Kopfballtor. Boah. Krass, aber da stand keiner. War ein bisschen doof. Der Reinhardt trifft. Ja, da steht ja, guck mal, wie frei der da steht. Meißner weiß nicht wohin. Fälscher steht auch irgendwie ganz komisch rum.
Ja, und da macht Pascal Reinhardt sein zweites Saisontor. Schöner Kopfball, ey. Kann man echt überhaupt nichts gegen sagen. Der war top. So, Doom jetzt erstmal. Komm, an Ekbu. Jawohl. Und hoch und. Oh Mann, jetzt wollte ich, dass er durchzieht. Und Schnellhardt will auch mal. Komm mal, schade. Aber Schnellhardt macht bis jetzt, finde ich, ein sehr gutes Spiel. Also, den sieht man häufig. Hat schöne Pässe gespielt. Der eine war leider zu weit. Aber so bis jetzt ist er richtig gut. Oh Mann. Oh mein Gott, warum rennt der? Oh mein Gott, wie geil. Rennt der nicht durch? Der hätte locker rennen können. Ich habe ja noch bei Wille und Schnellhardt die Hoffnung, dass sie sich noch was verbessern werden jetzt in der Rückrunde. Das wäre echt nice. Boah, Alter. Dann nicht schlecht gemacht. Boah, Wille. Zu Klotz und was eine Flanke. Und Wegbu. Mann, ey, ich gewinne keine Kopfballduelle. Wille. Alter. Haha, geil. Was war das denn? Und Wegbu mit dem Doppelpack. Was war das denn, Alter? Ja, irgendwie indirekte Vorlage von Wille, ne? Da ist das 10. Saisontor. Aber wenn er so weiterschießt, dann macht der hier, holt er sich die Torjägerkanone. Weil bis jetzt spielt er echt klasse. Oha. Okay. Aber wenn ich den alten Stand wieder rausholt, also mit dem alten Vorsprung wieder rausgeholt. Mit 2 Toren Vorsprung. Das ging ja eigentlich ganz gut. So, jetzt Müller hier. Ah, nee. Aber ohne Wegbo wieder. Also mein spielt auch echt kacke. Ah, schade. Also sind halt irgendwie so. Ja, viele Pässe kommen von denen nicht an. So kann ich mir voll auf den Ball einfach nehmen. Jetzt Wolze. Ja, ganz sicher spielen. So. Dorax. Boah, mit dem Hinterkopf, aber. Naja. Der Hut hat den Ball. Der hatte bei weit nach vorne und Fälscher. Oh. Naja. Ist unser Ball. Ja, wie gesagt, bei den Mainzern klappt gar nichts. Wird sogar fast sagen, wir haben mehr Ballbesitz als die. Und wie wir alle wissen, das kommt bei mir nicht häufig vor. Boah, Manu. So, warte. So, schau. Okay, Halbzeit. Wir führen hier ganz souverän. Mit 3:1. Da läuft er eigentlich sehr, sehr gut. Also die Halbserie klappt richtig gut. Ah ne, wir haben weniger bei Besitz. Okay, Entschuldigung, ich dachte schon. Ich bin gleich wieder da. Einen Moment. Und dort werden wir nochmal ein Tor sehen von Kingsley on Wegbu. Richtig schön. Und jetzt machen wir auch direkt weiter mit Sascha Doom, der bis jetzt echt klasse spielt. Und jetzt, ja, auf jeden Fall kann ich auch heute mal den Lee reinholen. Da freue ich mich auch schon drauf auf sein Debüt. Und Schnellhardt. Oh, schade. Hat der Kacke getroffen anscheinend. Muss aber schauen, wo ich den Lee reinholen werde. Ich könnte den links, rechts. Er kann überall spielen. Das ist richtig geil. Ich könnte auch vorhin Wegbo reintun, aber. Aber nee. Nee, war gar nichts. Fuck. Ah, egal, wir haben den Ball. Sehr schön. Boah, da hätte er aber auch dranhängen können, er hätte auch nur weg mit dem Ball nicht bekommen, aber. Mainz 2 ist einfach nicht Bombe. Muss man echt mal sagen. Da ist Kiermaier. Busiane. Boah. Nein. Und wer Kiermaier über links, also rechts von uns, links von denen. Nee, Bol kriegt den Ball nicht links ist selber hin. Blöd ist halt, der Bull verliert halt auch immer mehr am Tempo, weißt du? Das ist echt schade. Klotz. Boah. Nein, da wollte ich gerade nach unten legen, weil Onwekpo so ein Bedrängnis kam. Scheiße, naja, jetzt kommt hier Kiermaier. Jetzt, ja, da ist er wieder. Boah, ein Bull, komm. Zieh. Boah. So, Bull. Krieg ich das irgendwie noch hin? Die wechseln aus, Höhler kommt rein für Reinhardt. Wo Reinhardt doch eigentlich der Beste von dem war, oder? Also er hat zumindest so die meisten Bälle gemacht. So, das Reinhardt und hat ein Tor gemacht. Reinhardt, ja genau, Reinhardt spielt ja gar nicht mehr. Geil. Und nein! Und Wegbu, Alter! Der hätte ja auch genauso gut mit Doriax abziehen können. Aber jetzt dachte ich so, komm, Dreierpack, Alter, das wäre voll geil. Scheiße. Kriegt Bohl den Ball. Steffen Bohl, komm.
Oh Gott. Höller. Jetzt kommt der Gärtner. Oh Gott. Boah, nicht schlecht, Schumacher, ey. Hui, keine Ecke. Ja, scheiße. Da ist ja 3-2 der Anschlusstreffer. Ein spannendes Spiel irgendwie, auch wenn irgendwie meins. Gar nicht so. Ja, viel Absch. Ja. Spielt eigentlich nicht so gut. Aber trotzdem machen die dann ein Tor nach. Boah, was war das denn? Trotzdem treffen die halt, das ist kacke. Ja, und das ist Lee. Kann ich mal kurz die Werte zeigen. Der ist richtig gut. Vor allem hier in dem Bereich. Und ja, genau, hier kann er halt auch alles spielen. Das ist richtig geil. Obwohl rechts kann er gar nicht spielen. Naja, egal. Soll er jetzt auch links spielen, von daher. Juckt mich das nicht. Und er könnte eine richtige Bereicherung sein. Also, glaube schon. Der ist halt sehr, sehr schnell. Schießen kann er auch. Oh nein, jetzt nicht. Wie gesagt, Mainz holt sich nicht viele Chancen raus, weil dann sitzen die alle. Wir haben den Ball. Vor allem, die machen auch voll viele Passfehler und so ein Quatsch, ne? Aber irgendwie. Hä? Was ist denn da manchmal mit den Pässen los? Oh, was ein Kackpass. Wow, komm, Lee. Nee. Egal. Ach, der hatte Nummer 9. Gut zu wissen. Da wechseln die Mainzer nochmal aus. Die wollen natürlich jetzt unentschieden. Babacar Mbengu. Den habe ich zu dem verkauft. Ist ja witzig, dass er spielt. Ja, dann brauchte ich halt nicht mehr. Nee, und dann verkaufe ich halt auch mal Leute. Weil ich muss ja auch aufs Gehalt und alles achten. So, weiter. Und Klotz. Boah, da war ein Schuss. Alter, da war der dreckig. So, on the Wegbo wieder, weiter. Doriax, komm! Nein! Aber weil er vorbei, als sie dachte, ja. Day. Jetzt Hut. Der lässt sich viel Zeit. Muss auf jeden Fall in der Verteidigung auch aufpassen. So, komm, Lee. Oh, war das. Das war ein Kackdribbling, ey. Wow. Da Druck gesetzt. Wir haben den Ball. Oh Mann, ey, manchmal finde ich das mit den Einwürfen richtig scheiße, ne? Komm, Hüller, ne. Okay, Maja. Ich geh weg. Oh, verdammt. Ja, okay. Jetzt gerade komme ich so ein bisschen in Bedrängnis. Boah, Alter, wie knapp. Ich muss auswechseln. Wille kommt raus. Albutat kommt rein. Nicht Kühne, Albutat. Und ja, De Witt kommt rein, weil Schnellhardt ist nicht mehr so richtig drin, habe ich das Gefühl. Heißt, wir tauschen die zentralen Mittelfelder aus. Damit wir da etwas ja, besser stehen. Oh Gott. Albutats erste Aktion missglückt. Komm, ey. Boah. Boah, sehr schön. Kommt durch. Komm, Onwegbu. Jawohl. Da ist das dritte Tor von Kingsley Onwegbu. Und der macht auch mal ein Kopfballtor. Das ist ja unfassbar. Da gibt es Sachen, damit habe ich ja nicht gerechnet. Und dazu gehört, dass Kingsley Onwegbu ein Kopfballtor macht. Der lüftet da praktisch drüber. Ja, 11 Tore schon. Nicht schlecht, nicht schlecht. 4-2. Ich glaube, jetzt ist alles sicher. Und wieder haben wir den alten Vorsprung wieder, ja, hinbekommen. Und da kommt Lee angerannt. Ja, der hat bis jetzt, ja, war jetzt kein großartiges Debüt. So, aber Mainz wird immer stärker, also. Mittlerweile würde ich sogar sagen, die zweite Hälfte gehörte denen. So fast eigentlich. Boah, Mann. Boah, Schumacher, Alter. Oha. Oha. Das ist eine Gelb- und Freistoß aus einer richtig gefährlichen Position. Ach, Meister war das? Ich habe gedacht, da wäre Pierre de Witt gewesen. Oh, war auch Pierre de Witt. Okay. Alter. Busiane. Boah, da war gar nichts. Okay. Aber schön geil von Schumacher vorhin, ey. Richtig stark.
Komm. Oh, Albutat, Alter, gewinne mal ein Kopfballduell. Kann es doch nicht sein. Oh. Komm, Lee. Mann, no. Ja, egal, 4 zu 2 gewonnen. Ist jetzt auch nicht so schlecht, ne? Mal schauen, ob ich noch den einen oder anderen Spieler ergattern kann. Ja, Lee war nicht so gut. Doom war in Ordnung. Schnellhardt war gut, habe ich auch so gesehen. Ja, unsere Innenverteidigung war scheiße. Nico Klotz war gut. Und Nwegwu war echt gut. Also, boah, Nico Klotz hat zwei Vorlagen, nicht schlecht. Ja, das hat echt gut funktioniert. Und da bedanke ich mich fürs Zuschauen und sorry, dass ich ein bisschen erkältet bin. Aber ich wollte dieses Spiel machen, damit ich in der Transferphase weiterkomme. Und vielen Dank. Tschüssi.